Kapitel 7 Magie aus islamischer Sicht. Magie kann sowohl als die scheinbare Kontrolle oder Vorhersage der Naturgewalten durch rituelle Beschwörung von übernatürlichen Kräften definiert werden, als auch als jener Glaube, bei dem der Mensch die Natur durch den Gebrauch von gewissen Riten, Formeln und Handlungen zu etwas zu zwingen versucht. Das Studium der natürlichen Phänomene wird traditionell als weiße oder natürliche Magie bezeichnet, wobei dies in westlichen Gesellschaften zu dem weiterentwickelt wurde, was man heutzutage als moderne Naturwissenschaft versteht. Dies unterscheidet sich von der schwarzen Magie oder Zauberei. Hier versucht man für persönliche oder bösartige Zwecke übernatürliche Kräfte zu nutzen und anzurufen. Bezeichnungen wie Hexerei, Wahrsagerei, Nekromantie, also Totenbeschwörung, stehen im Allgemeinen für Magie und ihre Anhänger. Hexerei wird als Zauberei definiert, die von einer von Dämonen besessenen Frau praktiziert wird. Wahrsagerei ist der Versuch, übernatürliche Einsicht in die Zukunft zu erlangen, und Nekromantie, beziehungsweise die Kommunikation mit Toten, ist ebenfalls ein Zweig der Wahrsagerei. Im Arabischen macht die Bezeichnung Sihr, also Magie, jedoch keinen Unterschied zwischen den einzelnen Zweigen der Magie. Daher umfasst sie Zauberei, Hexerei, Wahrsagerei und Geisterbeschwörung. Sihr kennzeichnet im Arabischen alles, was durch verborgene Kräfte verursacht wird. Beispielsweise wird vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, berichtet, dass er gesagt hat: Manche Arten der Rede sind wahrlich magisch. Ein gewandter charismatischer Redner kann Richtiges falsch erscheinen lassen und umgekehrt. Daher charakterisierte der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, manche Aspekte des Redens als magisch.